Großalarm für die Polizei in Berlin-Moabit. Zwei Gefangene sind dort am Morgen aus dem Gefängnis ausgebrochen. Sie kletterten über den Außenzaun der Justizvollzugsanstalt und die Polizei in Berlin, die sucht jetzt mit einem Großaufgebot nach den beiden Flüchtigen. Jacken und Pullover als Schutz vor dem rasiermesserscharfen Stacheldraht. Es muss fast filmreif gewesen sein, wie zwei Insassen am frühen Montagmorgen aus der Justizvollzugsanstalt Berlin-Moabit entkommen sind. Nur, dass es offenbar niemand bemerkt hat. Ich kann bestätigen, dass es in der vergangenen Nacht einen Ausbruch gegeben hat aus der JVA Moabit. Zwei Gefangene sind entkommen. Spurensuche am Zaun des Gefängnisses in Berlin-Mitte. Bevor die Häftlinge hier herübergeklettert sind, sollen sie nach unbestätigten Informationen Gitterstäbe durchsägt und sich mit zusammengeknoteten Bettlaken vom Zellenfenster abgeseilt haben. Noch rätselt die Justizverwaltung, wie das alles trotz Videoüberwachung geschehen konnte. Wir ermitteln jetzt gemeinsam mit der Kriminalpolizei, wie es dazu kommen konnte, und suchen nach den Flüchtigen. Wir werden die ganzen Umstände der Tat aufdecken. Es gibt dazu jetzt natürlich ein Ermittlungsverfahren. Warum und wie lange die Flüchtigen einsaßen und um wen es sich handelt, wollten die Behörden noch nicht bekannt geben.